Octagon kehrt zurück nach Frankfurt, die neue Hauptstadt des deutschen MMA. Nach zwei ausverkauften Turnieren und einem neuen Besucherrekord kehren wir dahin zurück, wo alles angefangen hat. Die legendäre und ikonische Festhalle wird schon zum dritten Mal eine der besten Sportshows in Europa erleben. Angeleitet von den größten deutschen Stars, einer neuen Generation und jungen Talenten der europäischen MMA-Szene. Ein Titelkampf steht auch im Spiel, den Meistergürtel sowohl für sich selbst als auch für ganz Deutschland zu erobern. Darum wird sich Katharina Dalista bemühen. Adrenalin, Spannung und Druck und eine fast atemberaubende Umgebung, die das Herz höher schlagen lässt. Sei dabei und erlebe Octagon. Schon am 16.09. in Frankfurt. Tickets im Vorverkauf jetzt auf eventim.de. Strelčík sieht etwas weniger austrainiert aus. Was daran liegt, dass er halt sonst im Weltergewicht oder Mittelgewicht kämpft und jetzt hier sich für das Halbschwergewicht mal ein paar Pfunde draufgefuttert hat, könnte man sagen. Aber auch davon darf man sich nicht täuschen lassen. Es gibt auch Kämpfer, also ich meine, wir haben im letzten Match gesehen, wozu der Mann imstande ist. Und es gibt ohnehin auch im MMA Athleten, die sind austrainiert bis in die letzte Körperfaser. So wie beispielsweise Rafael Xavier, hat wirklich eine sehr, sehr sportliche, athletische Statur. Der ist auch fit wie sonst was. Es gibt aber auch Leute, denen würde man das niemals ansehen, dass die MMA-Kämpfer sind, von der Statur her. Aber auch die können beispielsweise Knockout-Power haben. Eines der Beispiele wäre unser Halbschwergewicht bei Octagon, Jeremy Kimble. Der hat einen ordentlichen Ranzen, den er mit sich rumträgt, aber der hat Knockout-Power, dass man nicht mehr weiß, wo man schönes ist. Knie von Xavier. Ja, du hast recht. Man sagt ja so schön, don't judge the book by its cover. Also das Buch nicht bei dem Einband beurteilen. Also das Aussehen hat nicht immer was zu bedeuten. Und wir sehen, dass Strelčík hier das Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, in die Hand nimmt. Also er macht Druck von der Käfigmitte aus. Hoppla, da ging mal ein Treffer in die Familienplanung. Shit happens. Xavier guckt nur mit fragendem Blick in seine Ecke. Hier sehen wir es nochmal. Ja, funktioniert noch. Kleine Hüftbewegung. Alles noch gut. Ja, und für die Zuschauer, die das Regelwerk von dem Sport noch nicht kennen, die Kämpfer haben Mundschutz, Tiefschutz und die Handschuhe eben an. Und dieser Tiefschutz ist eben einfach so eine Hartplastikschale. Mit der man seine Genitalien schützt. Das heißt, die nimmt diesen Impact einfach auf. Aber das tut natürlich trotzdem weh, wenn man dort eine drauf kriegt. Warte, mit der Wucht, die beiden Fighter hier mit sich bringen. Oh, da kommt er hier mit einem Switchkick. Eine ganz exotische Kiste, mit der Xavier hier an den Start geht. Und auch direkt eine kernige Faustkombination direkt hinterher. Ja, da hat Xavier wirklich harte Hände geschlagen. Guter Kick hier hinterher. Wow. Und Strelčík ist abgenommen. Das gibt es nicht. Und die Kombos sitzen. Dieses Mal sieht es aus, als gäbe es kein Zurückkommen für Strelčík. Das Xavier ist das Ende. Die Guard. Das ist das Ende. Na, sag das noch nicht. Wir für Matthäus Strelčík. Und jetzt kommt er mit dem Takedown. Das glaube ich ja jetzt nicht. Oh, Ellbogen auf den Hinterkopf. Die sind nicht erlaubt. Strelčík hat sich da gerade noch irgendwie rausgerettet, obwohl er ein paar richtige Bomben genommen hat. Da waren wirklich Mama mia. Zwei, drei Knockout-Schläge dabei und irgendwie hat er es überlebt, holt sich den Takedown und liegt jetzt in der Guard und versucht da mehr oder weniger die Sinne wieder zu sammeln. Ich habe gedacht, das ist der Anfang vom Ende für Matthäus Strelčík. Oh, Fußhebel. Jetzt geht auf den Fußhebel. Strelčík hat gutes Jiu-Jitsu, also das heißt, Rafael muss hier aufpassen, aber verteidigt es ganz entspannt und ist jetzt selbst in der Oberlage und hat jetzt noch 2 Minuten Zeit, um den Kampf hier zu finishen. Und ich glaube, Strelčík ist immer noch nicht zu 100% wieder hier, ganz ehrlich. Ja, nach den harten Händen, die er da geschluckt hat, wundert mich das nicht. Ellbogen.
Aber Rafael muss aufpassen, dass er hier nicht den Hinterkopf erwischt, dass er nicht mit Knien zum Kopf arbeitet, wenn der Gegner noch am Boden ist. Das sah kurz aus, als wollte er das Knie bringen, ja. Hat dann aber gerade noch jetzt gesehen, den Rücken, dass es noch nicht legal wäre. Kick zum Körper. Vollkommen legal, auch wenn keine Kicks zum Kopf erlaubt sind bei einem am Boden liegenden Gegner. Zum Körper ist es okay. Und er setzt jetzt nach. Hier kommen noch mal harte Schläge. Versucht jetzt hier den Rücken sich zu holen. Die Haken sind drin. Und oh, kriegt er den Rear Naked Choke. Strelzig verteidigt gar nicht, liegt einfach nur da. Aber Xavier kriegt den Choke nicht durch. Strelzig ist immer noch deutlich angenockt. Ich weiß nicht, wie Strelzig das überlebt. Möglicherweise schafft es ihn noch über die Zeit. Ich würde es ihm zutrauen. Nach dem, was ich zuletzt von ihm gesehen habe, ist bei dem Typ wirklich mit allem zu rechnen. Vielleicht schafft er es noch mal auf die Beine. Er ist gerade unterwegs. Oh, hartes Knie. Ich weiß nicht, ob die Beine die bessere Option. Zweites hartes Knie des Einstecks. Drittes, viertes, Ellbogen. Meine Güte, was kann der Typ denn bitte alles einstecken? Das ist ja nicht mehr feierlich. Also Strelzig überlebt hier nur noch durch Willen. Ich glaube, der ist nicht mehr bei sich. Es gibt Kämpfer, die gehen K.O. Dann gibt es Kämpfer, die sind stehen K.O. Und dann gibt es Kämpfer, die sind stehen K.O. und kämpfen noch irgendwie weiter. Irgendwie scheinen da die Synapsen noch zu funktionieren. Und die Radiologen, die zuschauen, die freuen sich wahrscheinlich dann demnächst im Behandlungszimmer. Weiter hartes Ground and Pound von Xavier, aber Strelzig überlebt und wird hier in die zweite Runde schaffen. Wahnsinn! Was war das denn bitte? Schaut euch an, wie der läuft. Der ist immer noch komplett bis zum Schluss mit Ground and Pound Strelzig bearbeitet. Und der tritt die zweite Runde an. Wer hätte das gedacht? Also ich weiß nicht, ob der Mann als Kind zu heiß geröntgt wurde oder wie zum Geier der das aushält. Aber ich freue mich, dass er in der zweiten Runde ist und dass wir einen weiteren Durchgang hier sehen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass hier nochmal nennenswerte, starke Aktionen von ihm kommen. Aber er möchte offensichtlich weitermachen. Harter Low Kick. Und Strelzig wieder mit diesen wilden Schwingern, die ihm beim letzten Mal eben den K.O. beschert haben. Ja, das ist eben genau das Thema. Also, oh. Strelzig hat genau nach so einer Situation im letzten Kampf diesen Dampfer mal ausgepackt. Und wer weiß, vielleicht gelingt ihm ja wieder die Sensation. Er ist schon auf dem Weg dahin. Xavier wackelt. Wahnsinn. Das ist unfassbar. Und jetzt hat auch Xavier wieder etwas Respekt bekommen vor den Schlägen von Strelzig. Wirklich zwei, drei Hände gut eingeschlagen. Und wenn mich nicht alles getäuscht hat, hat Xavier da auch wirklich kurz geschwankt. Aber er hat eigentlich das Mittel schon für den Sieg in der Hand. Er muss die Low Kicks weiterbringen und in der Mitte gerade Schläge schlagen. Dann trifft er noch zweimal und Strelzig ist im Land der Träume. Ja, hat man auch schon vorher gedacht. Ich weiß gar nicht, ob es physikalisch oder physiologisch überhaupt harter möglich Jeff ist, den Strelzig ins Land der Träume zu befördern. Ich würde mir vorstellen, er ist da immun dagegen. Was? Was für Schläge er einsteckt. Xavier noch mal eilig im Vorwärtsgang befördert Strelzig auf die Matte. Der versucht es wieder mit seinen BJJ-Skills. Das ist unmenschlich. Das ist einfach unmenschlich und der kommt einfach. Er läuft ohne Deckung nach vorne. Und macht ganz munter weiter. Ohne Deckung im 1 Meter Abstand und sagt, komm, schlag mich doch. Mach dir doch die Hände kaputt. Und er kommt dann selbst mit seinen wilden Schwingern. Wie muss man denn bitte drauf sein, um so einen Kampfstil zu machen und um das zu überstehen? Das ist wirklich unglaublich. Und es ist ja nicht so, dass wir hier einen Rafael Xavier haben, der leicht schlägt, ja, der technisch schlägt, sondern das sind Bomben, die er da reinschmeißt. Und schön, dass das auch von den Zuschauern wertgeschätzt wird, die hier jetzt nochmal beide Kämpfer ordentlich pushen. Wir haben jetzt die Hälfte des Kampfes gesehen und jetzt sind beide auch schon extrem erschöpft. Stehen ja, man, hier voreinander. Man hat das Gefühl, Xavier hat so ein bisschen den Glauben verloren, dass er ihn hier noch K.O. schlagen könnte. Ja.
Oh. Er springt hier mit dem Knie rein. Oh, jetzt wird's. Jetzt. Da könnte der Referee auch irgendwann mal sagen, es reicht. Aber bisher... Ich glaube, jetzt ist ja dann bald Feierabend. Aber wenn man bei Strelčík einfach immer weiß, dass er wieder zurückkommt, dann wissen das die Referees natürlich auch oder behalten das im Hinterkopf. Was muss man denn bitte mit diesem Typen machen, um ihn auszuschalten? Also K.O. kriegt man ihn offensichtlich nicht. Es bleibt nur noch die Submission. Oder man muss ihn vielleicht mit einer Bazooka wegballern. Anders geht es nicht. Es ist unfassbar. Auch Xavier hat jetzt... Wow. Strelčík taumelt durch den Ring, am Boden, im Stand. Und Xavier geht hin und hilft ihm noch einmal auf. Er sagt, der Boden ist hier etwas rutschig von dem ganzen Blut, aber hilft Strelčík ihm auf, um ihm danach wieder ordentlich einen Dampfhammer zu verpassen. Und beide Kämpfer bewegen sich kaum mehr noch. Die stehen voreinander. Die stehen noch voreinander. Und hauen sich die Handschuhe um die Ohren. Xavier sollte mehr von diesen Low-Kicks bringen. Jeder von den Low-Kicks trifft, tut weh ohne Ende. Und das könnte ein weiteres Mittel sein. Wow, der High-Kick hat gesessen. Aber auch damit kriegt man ihn nicht runter. Sind wir hier bei einer Folge von The Walking Dead? Ja. Eingesprungenes ich Knie. Ich glaube schon. Zweites Knie. Strelčík nimmt das dritte Knie. Und die kurzen Ellbogen. Noch 30 Sekunden im zweiten Durchgang. Und er holt wieder aus für die Kniestöße zum Körper und zum Kopf. Das Blut rennt bei Strelčík, aber Xavier lässt wieder von ihm ab. Xavier denkt sich wahrscheinlich, hey, ich kann ihn treffen, wie ich will. Ich werde davon aber nur müde. K.O. geht er nicht. Ich muss Punkte sammeln und das war's. Wahnsinn. Es ist also jenseits von Gut und Böse, was der Mann einstecken kann. Wow. Aber das Ding ist, gefährlich ist er trotzdem. Er hat trotzdem noch gezeigt, dass er auch wieder angreifen kann. Und Xavier sollte jetzt hier die Low Kicks wiederbringen. Das vordere Bein bearbeiten mit langen Händen. Nicht auf diese wilde Prügelei sich einlassen, sondern genauso technisch bleiben, wie er es vorher gemacht hat. Und ihn ausboxen. Ja, Xavier läuft wieder weg, will sich die Mitte vom Käfig holen. Der weiß, dass Strelčík gefährlich ist, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Genau da hat er nämlich auch Montagnac weggehauen. Aus der Lage mit dem Rücken zum Käfig in der vermeintlich defensiven Position kam dann dieser rechte Schwinger. Und es ist vielleicht ungewöhnlich, aber es ist dann doch sehr clever von Xavier, dass der den Kampf wieder in die Mitte vom Käfig verleitet. Ja, Xavier weiß natürlich auch, dass er die ersten zwei Runden haushoch gewonnen hat und will jetzt kein Risiko eingehen. Was ist denn bitte Strelčík für ein Zombie? Also, selbst der Gesichtsausdruck von Rafael Xavier spricht Bände. Und das ist eben der Unterschied bei Kampfsport, bei MMA im Vergleich zu Fußball, Basketball. Wenn da einer 6-0 vorne liegt, dann gibt es da nicht den alles entscheidenden Konter und auf einmal wird das Spiel komplett gedreht und das könnte hier immer noch passieren. Obwohl Xavier bisher unglaublich dominiert, könnte er in der letzten Sekunde dieses Kampfes sich einen Schlag einfangen, der alles, was er davor geleistet hat, zunichte macht und eben die Karten komplett neu mischt. Wow, Switch High Kick. Sein Head Coach Amir Taremi sagt, ruft ihm zu, du willst der Champion sein, dann hol ihn dir jetzt. Also er weiß ganz genau, dass es für ihn hier um die Möglichkeit geht, wieder in das Titelrennen in der 93-Kilo-Klasse zurückzukommen. 70 signifikante Schläge für Xavier, 9 für Strelčík. Und beide schwingen wieder wild. Und Strelčík holt sich den Clinch zum ersten Mal in diesem Kampf. Das ist für ihn wichtige Zeit, die er gewinnt, um wieder mal im Kopf etwas klar zu kommen. Also Strelčík wird von mir ab jetzt den Spitznamen Zombie bekommen. Und das ist absolut sein Kampfname, den er verdient. Er ist immer noch gefährlich, aber er ist... Oh, nein, oh nein.
Güte. Und der Kampf ist jetzt vorbei. Und zwar, weil das Bein... Ach du liebe Zeit. Bei diesem Kick der beiden Athleten. After 2 minutes and 47 seconds in the third round, the winner by KO coming from the red corner, Rafael Kratos Xavier. Lanxess Arena. Tickets jetzt im Vorverkauf unter eventim.de.